und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge vom Spiel Neverwinter. Ja, im Moment ist es noch die angespielt Folge. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich das Spiel so gerne weiterspielen möchte oder nicht. Sag mal, Junge, geht es noch? Ich bin hier gerade am Reden. Du kannst nicht einfach so vor mich laufen. Du auch nicht. Geh weg da und nimm das grüne Huhn mit. So. Wir sind in der letzten Folge hier angekommen. Bei, ich habe den Namen vergessen, beim Feldwebel Nox. Und der hat nicht nur die Quest angenommen, sondern hat noch eine weitere Quest für uns. Und die werden wir uns jetzt erstmal anschauen. Ah, die Nasher haben die Krone von Neverwinter aus dem Gewölbe gestohlen. Aber wir können sie immer noch zurückholen. Und zwar müssen wir lediglich die beiden entflohenen Diebe fangen und zurückverfolgen, wo die Nasher die Krone verstecken. Wir wissen, dass sich einer der Diebe, eine flinke Einzelgängerin mit dem Namen Honor Ray, in einem verfallenen Gebäude nahe der Treibholztaverne versteckt. Die Nasher werden das Weite suchen, wenn sie mich und meinen Trupp erblicken, aber ihr könnt sie womöglich in die Ecke drängen und herausfinden, ob sie die Krone noch bei sich hat. Ja, nehmen wir doch an. Jetzt weiß ich nicht, ob das nächste auch noch was war, was ich jetzt annehmen konnte. Braucht eure Hilfe, danke. Okay, nö, anscheinend nicht. Das war dann nur, dass ich nochmal mit ihm reden konnte. Achso, ich habe ja, Moment, auf der 7. Hallo? Wo ist mein Pferd hin? Ist das euer Ernst? Wie leer. Ich denke, ich habe ein Reittier bekommen. Die haben mein Pferd geklaut. So eine Sauerei. Moment, da ist ein Fragezeichen. Das ist aber er selber, oder? Ja, das ist er selber, okay. Okay, dreimal kann ich das machen. Das wollte ich jetzt mal wissen. Der soll doch hier sein. Bin ich denn... Achso, da. Ich wollte gerade sagen. So, Taverne Treibholz. Mit wem können wir denn reden? Ich glaube, mit dem Wirt, oder? Oder können wir bei ihm noch was kaufen? Bei ihm können wir noch was kaufen. Okay. Da... Wieso soll ich denn jetzt wieder zurückgehen? Hä? Ich dachte, ich sollte hier rein. Und nu? Jetzt muss ich nach hier. Hä? Okay, verstehe ich nicht. Aber wir machen mal einfach alles so, wie das Spiel das möchte. Jetzt bin ich bei dem Bösen. Na gut. Oh, hallo? Aber sonst geht es euch gut, hier mit so vielen anzukommen. Ich weiß ja, wie gesagt, immer noch nicht, wo mein Leben ist. Also ich mutmaß so ein bisschen, dass mein Leben unten das Gelbe ist. Es ist aber immer noch voll aufgeladen, komischerweise. Hm. Na gut. Gehen wir mal weiter. Da war was. Also das mit der Schnelligkeit, mit dem Anvisieren, ist wirklich ein bisschen blöd. Ich bin es gewohnt, dass das nicht so schnell geht. Da ist noch was. Also in die Ecken zu schauen, lohnt sich anscheinend wirklich immer. Ich habe keine Ahnung, wofür ich magische Fokus oder sowas brauche, aber ich nehme sie mal alle mit. Genauso wie die Quarze und so Kram. Vielleicht ist es ja irgendwas, wo man auch was handwerken kann oder so. Ich weiß es ja nicht. Weg da. Ich versuche schon die ganze Zeit darauf zu achten. Ah, das ist noch was Grünes? Das hatte ich, glaube ich, eben auch schon mal. Naturfertigkeit oder Paket? Oh, das ist so nervig, dass man überall ein Paket für braucht. Aber sollte ich wirklich mal Lust haben, dieses Spiel weiterzuspielen? Ich meine, weiß nicht, je nachdem, wie teuer dieses Paket ist, wenn das jetzt 10 Euro wäre oder so, könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, das dann zu holen. So, die Hexer sind mir irgendwie ein bisschen zu blöd.
Ich weiß nicht, was das hier ist. Weshalb ich meine Stimme verliere. Nein, kleiner Heiltrank. Ach, da fällt mir übrigens was ganz anderes ein. Wir hatten doch Schuhe. Die sind auf jeden Fall um einiges besser als die, die ich jetzt anhabe. Okay, Handschuhe haben wir gar keine an. Die ziehen wir auch mal an. Dadurch sollten wir ja normalerweise theoretisch auch besser werden, ne? Und stärker werden. Mann. Da ist ja die Kampflesbe. Geht doch. Moment, ich muss erstmal hier rein, sonst sehe ich nichts. War jetzt etwas zu früh gedrückt, ich merke das schon. Ihr seid alles so lasche Gegner. Ich meine, ich finde das gut, ne? Ich meine, man muss sich ja erstmal ins Spiel reinfinden und alles. Och, das geht auch schon wieder alles nicht. Ich finde das klasse, bin ich ganz ehrlich. Aber ich wundere mich wirklich, dass die Gegner alle so lasch sind. So, in Honnas Tasche befindet sich eine Notiz. Oh, ich glaube, wir müssen schnell... lesen? Nee, doch nicht. Ich habe gerade gedacht, da kam irgendjemand. Habe ich mich jetzt erschrocken? Annehmen. Ja, sollte ich das auch ablehnen? Ne? Das ist ja eine Belohnung. So, guten Tag. Bogenschütze finde ich auch immer cool. Ich jetzt zu dem zurück, ja, ne? Ja, da ist er. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Gothwen ging also nach Black Lake. Das erklärt einiges. Ja, ne? Oder auch nicht. So, wer braucht denn jetzt meine Hilfe? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. So, ich muss da nochmal anklicken. Ihr habt mich sehr beeindruckt. Ich hätte nun auch außerhalb der Protectors Enclave Verwendung für eure beachtlichen Fähigkeiten. Für die bevorstehende Reise benötigt ihr jedoch zunächst einmal ein eigenes Reittier. Ja, begebt euch also zu den Chandakul-Stellen und sprecht mit den Händlern dort. Ihr würdet euch sicher gut auf einem schnellen Ross machen. Natürlich haben sie auch etwas exotischere Reittiere im Angebot, falls das eher eurem Stil entspricht. Kehrt danach wieder zu mir zurück und ich werde euch in die Einzelheiten eurer nächsten Mission einweihen. Was hat der denn da gerade neben mir gemacht? Wurde gerade am Tanzen? So, wo müssen wir dann rum? Wir gehen hier rum. Hui. Oh, ich will auch so ein Regenbogenfarben, das wieder da hinten hat. Das sieht süß aus. Aber wahrscheinlich kriege ich nur so ein popliges Pferd. Hallo? Guten Tag, King Kong und King Kong 2. Die sehen so ein bisschen aus wie diese großen Gorillas von Conan Exiles. So. Ach, das ist der 10-Mark. Mit dir wollte ich gar nicht reden, glaube ich, oder? Wollte ich mit dir reden? Moment. Sprech mit Brandon Carter. Du bist nicht... Elspeth Brandon? Moment, da ist noch einer. Brandon Carter. Ah, das ist der Tiger ist hier cool. Irgendwie passt die Stimme so gar nicht zu dir. Guter Mann, dieser Feldwebel Nox. Lord Neverember hat angeordnet, dass die Schandakul-Stelle jeden bereitwilligen Abenteurer mit einem kostenlosen Pferd ausstatten soll. Bei sowas helfen wir natürlich immer gerne. Und es würde uns nicht im Traum einfallen, uns über entgangene Einkünfte zu beklagen. Sehen wir also einmal, was wir für euch im Angebot haben. Ja, das ist doch ein netter Mann, dass der sich nicht über die Einkünfte beklagt. Kann man sich das angucken? Sabino fährt. Erhöht die Bewegung beim Reiten um 50%. Das ist bei beiden gleich. 5 Sekunden, dreimal getroffen.
10% der Trefferquote verliert. Das ist auch bei beiden gleich. Eine weit verbreitete Pferderasse, die oft von Abenteurern... Da steht bei beiden auch. Zum Lastentragen eingesetzt. Achso, Rechtsklick für Vorschau. Okay. Das sieht aus wie so ein Zombie-Pferd. Okay. Ah, oh, das sieht schon fast aus wie Akita damals. Dann nehmen wir doch das. Kann ich das nehmen? Moment. Ja, das... ich glaube, es war das. Das linke will ich, ja. Euer Pferd ist abgeschlossen. Oder stand da gerade euer Pferdekauf? Ich habe es nicht mehr lesen können. So, schade. Ich wollte das andere eigentlich auch gerne so für ein Stück von was auch immer haben. So, F drücken. Laden. Jetzt gucke ich mir aber gerne... oh, jetzt gucke ich mir gerne die anderen natürlich auch nochmal an. Das sind aber wahrscheinlich höhere Währungen, so wie das aussieht. Dann gibt es... ja, Sabino-Pferd hatten wir ja schon. Ein gestreiftes Pferd. Das sieht auch so ein bisschen Zombie-mäßig aus. Ein Appaloosa haben sie auch. Sieht aber auch irgendwie komisch aus. Also wie ein Appaloosa sieht es nicht so ganz aus. Das ist auch nochmal ein gestreiftes Pferd. Das ist wieder ein Sabino-Pferd. Wie viele haben die denn davon? Ein Palimo-Pferd. Ne, hat jetzt auch nicht so die Ähnlichkeit. Okay, aber die sind auf jeden Fall alle sehr viel teurer. Na gut, also der Typ hat ja gesagt, wir sollen dann wieder zurück. Ich glaube, hier oben war es. Ich werde da süchtig nach mittlerweile, nach diesen Teleportieren. Wobei das nicht viel bringt. Achso, ich habe ja ein Pferd jetzt. Ach, ich bin ja auch so doof. So, der, ja, der braucht unsere Hilfe. Ich sollte doch wieder zu dir gehen. Achso, Pferd ausrüsten. Achso, das kann ich nicht direkt über 7. Moment. Wie rüste ich das denn jetzt aus? Holt euer Pferd ab. Pferd ausrüsten. Ja, toll. Kann mir auch mal jemand sagen, wie? Oder muss ich das jetzt bei dem Brandon-Typen da machen? Moment. Entweder das oder ich kann das jetzt wirklich über irgendeine Taste gleich machen. Aber da gucken wir jetzt trotzdem erstmal eben nach. Hallo. So, ich will aber nichts kaufen. Ach, ich habe das Pferd im Inventar. Ach so. Sehe ich ja jetzt erst. Moment. Ausrüst könnt ihr den Gegenstand weder tauschen noch verkaufen. Ihr könnt ihn... ja, ist ja logisch. Soll ja auch mein Pferd werden, du Trottel. So. Charakterbogen öffnen und Reittier ansehen. Ach, da oben stehen auch die Kürzel. Sehe ich jetzt gerade. Das hätte man mir doch mal vorher sagen können. Also ehrlich. Na gut. Okay. Gucken wir mal eben auf C. Reittiere. Reittier in ungewöhnliche Bewegung. Erhöht eure... achso, ja, das war das, was ich eben gelesen hatte. Stall. Stall heißt wahrscheinlich nur, dass mein Pferd drin ist. Rüstet euer Reittier mit der Insignie aus. Moment, mit der Insignie aus, die ihr soeben erhalten habt. Insignien verbessern eure Charakterattribute unterschiedlich. Reittiere können unterschiedliche Insignien aufnehmen. Welche Insignie? Habe ich eine Insignie bekommen? Ich habe einen Abenteurer-Talisman bekommen. Den ich auch tauschen sollte gegen den, was ich drin habe. Gewölbepaket. Haken. Stab. Kein weiterer Gegenstand dieser Art angelegt werden. Okay. Insignie des Wohlstandes. Wenn ich jetzt doppelklicke, ist sie dann beim Pferd? Nein. Wäre ja auch zu einfach. Insignienplatz. Das ist das doch hier. Ah, okay. Erleuchtet habe ich aber nicht. Nee, habe ich nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe oder warum. Aber okay. Gut. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu dem Typen. Beziehungsweise wir können ja das Pferd jetzt auch auswählen, fällt mir gerade ein. Kann das? Oh. Okay.
Also das Pferd kann nicht schneller reiten, wie ich gerade gemerkt habe. Nein, ich wollte eigentlich mit dem Typen sprechen, nicht mit dem Kerl. So. Eine gute Wahl. Damit seid ihr nun bereit, die Stadt zu verlassen. Ja, ne? Gothburn im Blacklake-Viertel? Das bedeutet Ärger. Das ist das reinste Drecksviertel und nicht nur wegen dem Seeschlamm. Die Nasher haben sich offen gegen Lord Neverember gestellt und greifen jeden an, der sich ihrem Anführer Karsof gegenüber nicht zur Loyalität verpflichten will. Wenn sich Gothburn noch immer im Blacklake-Viertel aufhält, sollte Gefreiter Hothidon Falvern davon wissen. Sprecht euch am besten mal mit ihm ab. Gut, dass ich diese ganzen Namen nicht vorlesen muss. Okay, ich muss mir jetzt aber mal eben das Pferd mal kurz angucken. Ja, ich finde, das sieht doch ganz süß aus. Kann der Typ mir mal aus dem Bild raus? Geh doch mal weg da. Geh weg. Ich will ein Bild machen. So, egal. Okay, dann reiten wir mal weiter. Also wie gesagt, ich kann mit dem Pferd nicht schneller reiten. Normalerweise sprintet man ja mit Pferden. Also bei, ja, so ziemlich jedem MMO, glaube ich. Das kann man jetzt hier nicht, weil dann teleportiere ich nämlich leider. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, da kann man sich ja drauf einstellen. Durch Linksklick auf einen Ort kann dorthin gereist werden. Wo muss ich denn hin? Questfahrt. Und das andere? Achso, dass ich hier bleibe. Okay, ja gut, dann reisen wir doch mal rüber. Oh mein Gott. Achso, der steht schon hier. Sag mir das, du. Was guckt der mich denn so böse an? Gestatten, Hathedon Falwan, Gefreiter der Stadt Neverwinter, Soldat des Feldwebel Nox, Ergründer der tiefsten Geheimnisse und Jäger der dunklen Gestalten. Ich wusste nicht, dass ihr kommen würdet, aber ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Nach meinen Informationen hat euch Feldwebel Nox auf die Spur von Gothwin Cooper gebracht. Ich habe Neuigkeiten zu seinem Verbleib, aber ich befürchte, sie bedeuten nichts Gutes. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Blacklake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Klauen die mir jetzt mein Geld, oder was? Das Blacklake-Viertel ist zu einem gefährlichen Ort geworden. Hier solltet ihr immer einige Heiltränke bei euch haben. Na toll. Begebt euch zu Dunlop, dem Händler. Er hat immer welche davon auf Lager. Normalerweise feilscht der Kerl noch um die letzte Kupfermünze, doch er weiß, warum ihr hier seid und wird sich euch gegenüber vielleicht etwas freigebiger zeigen. Okay. Das klingt jetzt irgendwie nicht so gut. Unsere heißeste Spur zu Karsof und der Krone ist ein Beutelschneider namens Gothwin Cooper, der an dem Diebstahl beteiligt war. Ich habe einige seiner notorischen Verstecke auf eurer Karte markiert. Schaut euch diese Orte näher an und haltet die Augen nach Hinweisen über seinen Verbleib offen. Wer hustet denn hier? Moment, da hinten kann ich mit jemandem... Bist du der mit... Willkommen, ja, bei dir kann man die kaufen. Diese verfluchten Nasher haben ehrliche Händler wie mich aus dem Viertel vertrieben. Ich hoffe, ihr gebt ihnen, was sie verdienen. Hier, nehmt diese Tränke. Die gehen auf mich. Das ist nicht viel, aber sie werden euch sicher nützlich sein. Das ist aber nett. Ich meine, sobald ihr zurückkehrt, werde ich euch gern weitere davon verkaufen. Falls ich zurückkehre, so, so. Okay. Die machen wir ja alle mega Mut hier. Also irgendwie... Wolltest du mich angreifen? Ich habe gerade keine Zeit, tut mir leid. Greift jemand anderen an. Ich bin nicht im Kampf. Hallöchen. Bei dem kann man auch irgendwas machen. Achso, hier. Das hat sich jetzt eklig angehört. War das eine Fliege hier im Spiel oder was? Was bist du denn für einer? Schüler Piniwan.
Goldbahn, schwacher Haltrank, kleiner Haltrank. Okay. Diebstahlpaket. Eine Sammlung Werkzeuge, einschließlich Schlossknacken, Brecheisen, einen Stab von 10 Fußlänge. Habe ich davon nicht schon... Nee, das ist ein anderes Paket. Da war aber auch was mit Stab drin. Verboten, Verbrauchsgut, keine Stufenanordnung. Okay, kann ich mir aber nicht... Ja doch, kann ich kaufen. Kostet aber wahnsinnig viel. Ich weiß ja nicht, wofür ich das Geld noch brauche. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Hallo, ich hab dich gerade weggestoßen. Geht's noch? Okay. Hinweis gefunden. Ah, vereist ohne Bogen, ne? Von hier an können wir nicht mehr für eure Sicherheit garantieren. Was, wie? Die schriftliche Nachricht, die Leichen, der Schlüssel zu den Abwasserkanälen. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Godwin Cooper wurde von den berüchtigten Todesratten entführt.